Und da haben Sie schon das neue Kapitel gesehen, der kleine Einspieler. Ist so ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Ich habe auch jetzt die Seite gewechselt. Das heißt, wir stehen jetzt vor dem IEEE Milestone, aber ich werde nicht mehr lange alleine hier stehen. Denn die weltweit aktive, anerkannte Organisation hat uns zwei Vertreter geschickt. Und wir freuen uns, dass Sie da sind. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Jan Haase und Dr. Johannes Blobel. Herr Professor Dr. Haase, gleich wird hier was passieren. Wir dürfen noch nicht sagen, was. Es wird toll. Auf jeden Fall gibt es eine Auszeichnung fürs HNF. Aber vorher, wir haben den kleinen Einspieler gesehen. Trotzdem noch mal zur Erklärung. Für was steht Ihre Organisation? Was unterscheidet Sie vor allen Dingen? Was ist die Philosophie von IEEE? IEEE ist eine Vereinigung von Ingenieuren, von vielen Technikern, Elektroingenieuren, Informatikern, inzwischen viele Naturwissenschaftler, die weltweit tätig ist. Wir haben über 160 Länder, in denen es entsprechende Abteilungen oder Sections, wie es heißt, gibt. Der eine oder andere kennt IEEE wahrscheinlich im Wesentlichen von den Standards, sowas wie der Standard für WLAN oder für irgendwelche Kabel oder für Zahlenformate oder sowas. Es wird vor allem Forschung unterstützt. Weltweit gibt es ganz viele Tagungen, gibt es ganz viele Treffen, es gibt verschiedene Zusammenstellungen von Menschen, die gleiche Themen bearbeiten. Das sind die Societies in IEEE und auf die Art und Weise wird sehr viel vernetzt und es wird international zusammengearbeitet. Und ein Ziel ist natürlich auch, dass das Ganze halt für die Menschheit ist. Sie haben es im Einspieler gesehen. Also das Ziel ist, dass alles offen ist, dass man merkt, das ist halt, wird publiziert so, dass es auch jeder lesen kann, dass Forschung darauf aufbauen kann und dass da halt eben auch wirklich der Gedanke ist, wie können neue und gerade wichtige Themen, die momentan halt eben einfach auf den Nägeln brennen, wie können die bearbeitet werden und was können da eben die klügsten Köpfe der Welt dazu beitragen. Und das endet halt nicht im Unternehmen, Sie haben es schon gesagt, also da geht es wirklich darum, das Wissen zu verbreitern und zu vermehren, auf jeden Fall, und das weltweit und nicht erst seit gestern, schon ziemlich lange. Genau. Herr Dr. Blobel, Sie kennen das HNF so ein bisschen, würde ich mal sagen. Sie haben das HNF, das Haus, auch für den Preis vorgeschlagen. Das HNF begleitet Sie, muss man sagen, schon so ein bisschen länger, oder? Ich bin schon das ein oder andere Jahr hier. Ich habe hier in Paderborn Informatik studiert und habe noch während meines Bachelorstudiums mir ein bisschen Geld dazu verdienen wollen, habe ein Tutorium gemacht und habe damals mit dem Herrn, mit Jochen Viehoff, eine Veranstaltung gemacht, wo wir das Programmieren an Künstler rangebracht haben. Und seitdem war ich immer mal wieder hier, habe bei unterschiedlichen Ausstellungen mitgeholfen, beim ENIAC, bei der Ada Lovelace Ausstellung und habe durch die Beschäftigung hier in dem Museum auch mein eigenes Fach viel besser verstanden. Also habe verstanden, warum ich die Sachen, die ich im Studium gelernt habe, so gelernt habe. Und als ich dann mit dem Studium fertig war und hier meinen Doktor im Heinz-Nixdorf-Institut gemacht habe, das Ganze auch weitergegeben, eine Vorlesung gehalten und konnte dann einfach hier rüber marschieren, mir ein paar alte Computer unter den Arm klemmen und meinen Studenten zeigen. Und ja, von daher war das klar, als jetzt das Museum, dass das 25 wird, dass ich da mich irgendwie mit engagiere und habe deshalb das Museum für diesen Preis vorgeschlagen. Also es zieht sich nahtlos durch. Ja, gerne. Es zieht sich nahtlos durch. Wer einmal Heinz Nixdorf Luft geschnuppert hat, der bleibt einfach dabei. Ich habe es eben schon gesagt, Sie waren derjenige, welcher vorgeschlagen hat, dass das HNF wirklich diesen Preis bekommt. Wir haben es eben schon gehört, das ist der früheste Zeitpunkt. Erst nach 25 Jahren, das steht in den Statuten. Warum? Warum hat das Haus diesen Preis wirklich verdient? Wir haben, also wie das läuft, ist, dass eine Sektion das vorschlägt und wir müssen also begründen, warum dieser Preis vergeben werden sollte. Und zum einen ist das HNF eins der größten und wichtigsten Computermuseen der Welt. Das allein würde vielleicht schon reichen,
Aber was das HNF so besonders macht, ist, dass es eben nicht nur ein Museum ist. Es ist nicht das HNM, es ist das HNF. Hier werden nicht einfach nur alte Geräte in Vitrinen gestellt und ausgestellt, sondern das ist ein lebendiger Ort, wo ständig diskutiert wird. Wir haben das heute schon mehrmals gehört. Hier gibt es pro Jahr fast 1000 Veranstaltungen. Hier gibt es das große Auditorium, die Seminarräume, oben ein Schülerlabor. Und das ist heutzutage gar nicht mehr so ungewöhnlich. Damals, als das HNF hier gegründet wurde, war das tatsächlich noch was ganz Besonderes, dass man eben nicht nur ein Museum hat, sondern dass man einen Ort hat, wo über die Dinge, die dort ausgestellt werden, auch diskutiert wird. Das heißt, wir können hier in die Vergangenheit gucken. Wir reden über das Hier und Jetzt, wie können wir mit Technik unsere Gesellschaft gestalten. Und hier wird auch immer in die Zukunft geguckt. Und das macht das Museum so besonders, das HNF, dass es so ein lebendiger Ort ist, ein Museum und ein Forum. Deshalb heute diese Auszeichnung. Und ich finde, auch da kann man kurz nochmal applaudieren. Und was Sie auch noch nicht wissen, ich durfte schon ein bisschen recherchieren, den Preis gibt es noch nicht so oft, Herr Professor Dr. Hase, oder? IEEE vergibt Milestones. Milestones sind im Prinzip besondere Feiern, also es wird gefeiert, dass eine besondere Errungenschaft, eine technische Errungenschaft rausgekommen ist. Also sowas wie Erfindung des Internets oder erste Energieübertragung über Kabel oder die Erfindung des Radarsystems oder irgendwas derartiges. Das sind die Milestones, und ähnlich wie die Milestones gibt es eben auch sogenannte Special Citations, und das ist für Museen, die genau den Menschen beibringen und dann beibringen, näher bringen, wie Technik funktioniert und sie vielleicht auch dafür begeistern. Milestones gibt es inzwischen mehrere hundert, 6 davon auch in Deutschland. Von den Special Citations gibt es bisher 2, ab nachher dann 3. Die erste ist in Kalifornien, Mountain View, das ist südlich von San Francisco, das Computer History Museum. Die zweite ist das Nikola Tesla Museum in Belgrad, in Serbien. Naja, und in diesem illustren Kreis wird jetzt also dann auch Paderborn aufsteigen. Und dann wollen wir, ja. Und da wollen wir jetzt auch nicht mehr lange warten. Herr Dr. Fiehoff, ich müsste Sie noch einmal zu uns bemühen, aber bestimmt sehr, sehr gerne. Da kommt er gerne. Wir machen das jetzt auch noch ein bisschen spannender, bitte nicht erschrecken. Es wird jetzt kurz ein bisschen dunkel. Können Sie sehen, das ist die Plakette, die von IEEE übergeben wird. Man merkt auch hier nicht einfach nur mit einem Tuch, sondern digital oder digitalisiert. Und das ist die Plakette, die dann entsprechend, wenn Sie sicherlich sagen, irgendwo platziert wird, die Plakette über die IEEE Special Citation für das Heinz-Dixdorf Museumsforum. Und im Namen von IEEE freue ich mich, die überreichen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das ist ganz wunderbar. Ich finde die Plakette aber auch so wunderschön, und ich versichere, dass diese Installation ab morgen auch im Foyer stehen wird, dass auch unsere Besucherinnen und Besucher sie sich angucken können. Und vielleicht überlegen wir nochmal, ob wir das ein- und ausschalten, dass wir das nochmal als Gadget auch nochmal irgendwie konservieren. Das war eine super tolle Idee. Ich bin begeistert. Vielen Dank dafür. Und nur noch mal zur Erinnerung, es ist die 3. Plakette, die es weltweit bisher gibt. Also alle guten Dinge sind 3, die 3. steht natürlich hier im HNF in Paderborn. Und wir haben auch noch eine Gratulantin, sie kann halt leider Gottes im Moment nicht bei uns sein, wäre sie gerne gewesen. Es ist die Präsidentin der Organisation, Kathy Land per Video. Bitte.
everyone. I'd like to share a warm welcome to all our members joining us across the IEEE Germany section and throughout Region 8. As 2021 IEEE President, it is my pleasure to take part in this dedication celebration, albeit virtually. I'm truly sorry I am unable to join everyone today in Paderborn, Germany, but I did want to share my congratulations on this achievement. I would also like to thank Dr. Johannes Blobel of the IEEE Germany Section Executive Committee for inviting me to participate today in this very special dedication ceremony as part of the 25th anniversary celebration of the museum's opening. One of the largest computer museums in the world, the Heinz Nixdorf Museum's Forum safeguards over 5,000 years of computing history. From the emergence of numbers and lettering circa 3000 BCE to the modern digital age. Through its presentations, workshops, seminars, and exhibitions, it has provided a broad audience with the insights and perspectives required to navigate a world that is increasingly shaped by digital technology. For those who are unfamiliar with IEEE, we are the world's largest technical professional organization. IEEE's core purpose is to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity. IEEE is a world-leading publisher of trusted, high-quality technical information, a principal organizer of international conferences, a valued provider of educational materials, and a developer of widely used international standards. Our nearly 400,000 members are vibrant, diverse engineering and technological professionals who are committed to elevating their professional image, expanding their global network, connecting with peers locally, and giving back to their community. This worldwide membership is the heart of IEEE. In more than 160 countries, IEEE members come together as part of an international professional community. Our global network provides unique opportunities for our members to connect with experts shaping cutting-edge research around the world, technical standards with international reach, and to foster and grow top technical talent worldwide. The vision for IEEE is to be essential to the global technical community and to technical professionals everywhere, and to be universally recognized for the contributions of technology and technical professionals in improving global conditions. IEEE's roots go back to the time when electricity and telegraphy first began to have a major influence in society with the 1884 founding of the American Institute of Electrical Engineers. Within 30 years, another technical revolution appeared. With the birth of the radio and the vacuum tube electronics, and in 1912, the Institute of Radio Engineers was founded. On the 1st of January 1963, the AIEE and the IRE came together and merged to form the current IEEE. IEEE reflects nearly 140 years of being at the forefront of the technical revolutions in energy, communications, and computing, the underlying disciplines in hardware and software that have supported these technological advances, and the many fields of application in industrial activities, consumer products, transportation, medicine, and many other domains that have shaped our modern standard of living. Today, IEEE brings together not only electrical engineers, but also technologists from the fields of computer sciences and information technology, physical science, biological and medical science, mathematics, technical communications, education, management, and law and policy. The profession of engineering has a long and rich and important history, and it is essential that our pioneering technological developments and discoveries and the people behind them are recognized and preserved for generations to come. By celebrating the pride and prestige of our professions, we demonstrate how engineers, scientists, and technologists contribute to our global community and have helped to build today's technologically advanced world. Some of you may be asking, what is an IEEE special citation? As part of the IEEE Milestone Program, a special citation recognizes events or institutions that have contributed to the professions in electrical, electronic, and computer engineering, and the associated sciences.
Together with the IEEE Milestones, this program helps to increase the public's understanding of the contributions to society made by electrical, electronics, and computer engineers, and the strides made by countless technologists as they sought to advance technology to benefit humanity. It is my privilege to recognize these pioneering events and the people behind them. They serve as landmarks in the progress of technology and in the progress of civilization. And I would like to thank once again everyone for joining this very special ceremony today and to congratulate the organizers from the IEEE Germany section for putting together such an educational and inspiring program. I applaud your efforts to celebrate and safeguard the contributions to society made by electrical, electronics, and computer engineers and computer scientists, and the strides made by countless technologists as they seek to advance technology for the benefit of humanity. Thank you.